Oh mein Gott, Leute, die Spoiler zu Kapitel 1071, sie sind endlich da. Meine Fresse, es ist unfassbar krass. Wir mussten wirklich sehr lange warten diese Woche. Länger als ich letztens auf meine 10 Sushi-Bestellungen bei Lieferando. Obwohl die mit einem Rolls-Royce geliefert worden sind. Aber Leute, es ist nun endlich soweit. Die Spoiler sind endlich da. Und meine Fresse, es ist unfassbar krass, was passiert. Was für Kapitel 1072, das finale Kapitel des Falles, aufgebaut wird, ist extrem krass. Und ihr wisst natürlich, wie immer, Leute, schreibt unbedingt gerne eure Meinung zu den Spoilern in die Kommentare. Vergesst das Video nicht zu bewerten und checkt eben auch die Quelle, die Bilder, die ganzen Panel-Leaks und so weiter gerne auf meinem Community-Discord ab. Dort ist das Ganze verlinkt. Einfach Link in der Beschreibung klicken, in den Detective Conan Spoiler-Channel schauen und dann könnt ihr euch dort selber einen Überblick über die ganze Nummer machen. Das zum Vorwort. Jetzt starten wir rein mit den Spoilern. Wie es für so ein Mid-Case-Chapter natürlich üblich ist, passiert jetzt handlungsrelevant technisch nicht so viel, weil die natürlich sehr lange damit beschäftigt sind, diesen Code zu knacken, Conan und Co. Deswegen, Leute, falls ihr euch das anschauen wollt, da werde ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Das einzige Erwähnenswerte da vielleicht noch ist wohl die Tatsache, dass Akemi Miyano wohl früher sehr beliebt gewesen ist. Also sie war ein sehr beliebtes Mädchen, viele Jungs standen auf sie und so weiter. Sowas erfahren wir, so ein bisschen Background Information, aber jetzt nichts Besonderes. Ansonsten knacken die halt den Code, beziehungsweise sind an diesem Code dran. Worauf wir zu sprechen kommen wollen, Leute, was natürlich auch im Titel steht, ich will euch ja nicht auf die Folter spannen, ist nun mal das letzte Panel dieses Kapitels, was einen extremen Aufbau liefert für das nächste Kapitel. Denn auf der allerletzten Seite, auf dem letzten Panel, tritt Rum in Erscheinung. Wir sehen ihn zwar nicht direkt, aber Leute, Rum bekommt einen Anruf. Diesmal leider nicht von Jin oder so, nein, er bekommt einen Anruf aus der Taitan-Grundschule. Denn wie ich es im Livestream, schaut unbedingt den Livestream nochmal an, die ersten 10 Minuten oder so, wie ich es da gesagt habe, passiert es wirklich, dieser kleine Hinweis, diese kleine Sprechblase im Nebensatz, wo irgend so ein Typ meinte, ey, lass mal Sushi bestellen, das passiert wirklich. Wakita, beziehungsweise natürlich Rum, bekommt einen Anruf und soll 10 Portionen Sushi zur Taitan-Grundschule liefern und ist damit dann natürlich im finalen Teil dieses Falles vor Ort. Leute, lasst das mal bitte kurz sacken, es passiert wirklich. Rum wird auftauchen. Das jetzt zum Spoiler-Part. Ich will direkt in den Theorien-Talk reingehen, denn jetzt werde ich natürlich ein bisschen spekulieren. Wie gesagt, falls ihr euch das ganze Kapitel anschauen wollt, spoilertechnisch natürlich noch ein bisschen mehr sehen wollt, checkt den Discord ab. Ich werde jetzt sofort in den Theorien-Talk reinstarten. Also Leute, es steht wirklich bevor. Rum wird höchstwahrscheinlich, eigentlich hundertprozentig, wird er auf Ai Haibara treffen. Wir bekommen endlich die Begegnung von Wakita und Ai Haibara. Nach all den Jahren, wir warten so lange darauf, endlich treffen die beiden aufeinander. Und ich habe es im Stream ja schon angesprochen gehabt, wirklich, check den Stream, aber ich feiere es gerade unfassbar krass, dass es wirklich passiert. Und das, was ich im Stream gesagt habe, die Theorie, die ich da aufgestellt habe, in den ersten 10 Minuten, ich stehe immer noch dahinter. Ich glaube, dass im nächsten Kapitel Ai Haibara die Aura von Rum spüren wird, weil sie das Ganze jetzt höchstwahrscheinlich wieder kann, weil ihre Angst vor der schwarzen Organisation wieder da ist. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Ai Haibara im nächsten Kapitel Rums Aura spüren wird und dass das Ganze ein Big Point werden wird für Conan hinsichtlich der wahren Identität von Kaninori Wakita, dass Kaninori Wakita Rum ist. Denn Leute, es ist ja nun mal so, Conan muss jetzt hinter die Identität von Rum kommen. Wir Leser wissen, Kaninori Wakita ist Rum. Conan hingegen weiß es noch nicht und er braucht jetzt Ansatzpunkte, Hinweise und die Aura. Wenn Ai Haibara die Aura von ihm spüren sollte, die Aura der schwarzen Organisation, das wäre ein Big Point, sehr wichtig und ich sehe es einfach kommen. Es wird passieren, meiner Meinung nach, dass Ai Haibara die Aura von ihm spüren wird. Was hierbei natürlich dann jetzt aber ganz spannend ist, ist natürlich die Frage, ob Kaninori Wakita, also Rum, auch Ai Haibara erkennen wird. Denn das wäre extrem krass. Denn falls ihr euch zurückerinnert, Ai Haibara hatte mal gesagt, dass Rum sie an ihrem Gesicht eigentlich erkennen sollte. Und die beiden werden nun aufeinandertreffen. Es wird in irgendeiner Art und Weise zu einem Treffen kommen, wenn Wakita eben das Sushi dahin liefert. Bedeutet, die Möglichkeit ist da, dass Rum Ai Haibara erkennt. Und wenn das passieren sollte, Leute, dann ist eh alles aus. Dann haben wir diesen berühmten Domino-Effekt, der eintreten wird. Dann ist wirklich alles vorbei. Und eben aufgrund dessen glaube ich nicht, dass das jetzt hier wirklich passieren wird. Ich glaube zwar sehr stark, dass die quasi in einem Raum sind, beziehungsweise gefühlt direkt nebeneinander stehen, aber nicht, dass Wakita bzw. Rum wirklich seinen Fokus auf Ai Haibara direkt hat, sondern dass Rums Fokus tatsächlich höchstwahrscheinlich eher auf Rumi Wakasa gerichtet ist. Denn Leute, das ist der nächste Teil natürlich des Ganzen. Es wird auch zu einem Aufeinandertreffen, im ersten Aufeinandertreffen von Rumi Wakasa und Rum kommen. Wir hatten natürlich damals diese Reaktion von dem Wakita auf Rumi Wakasa, wo das Ganze so gewirkt hat, dass Rum sie scheinbar irgendwie kennt, beziehungsweise irgendwas mit ihr anfangen kann, aber mehr hatten wir hier noch nicht und das wird sehr, sehr spannend werden, wie diese beiden Charaktere miteinander interagieren, denn wir wissen natürlich, dass Rumi Wakasa in ihrer Hosentasche etwas sehr Interessantes mit sich führt, nämlich den Shogi-Stein von Kojaneda, den Shogi-Stein, den Rum ja selber erwähnt hatte, den Shogi-Stein, den Rum höchstwahrscheinlich unbedingt haben möchte,
beziehungsweise er ist sehr interessiert an der ganzen Sache. Und das ist natürlich das extrem Spannende, was die beiden verbindet. Plus natürlich die Tatsache, falls ihr euch zurückerinnert, was Rumi Wakasa für eine Angststarre damals bekommen hat beim Zeltfall, als es um ein fehlendes Auge ging. Und jetzt kommt eben rum, höchstwahrscheinlich die Person, weswegen sie diese Angst natürlich hat und wird auf sie treffen. Das wird ein mega heftiges, spannendes Treffen. Und ihr wisst natürlich meine Meinung bezüglich Rumi Wakasa. Ich gehe davon aus, dass sie ein Mitglied der schwarzen Organisation ist, ein unloyales Mitglied, dass sie so ein bisschen wie Wermut agiert, ihren eigenen Kopf hat und so weiter. Hier wird es dann sehr interessant, wie Rumi Wakasa agieren wird. Wird sie Wakita darüber berichten? Wird sie rum darüber berichten, dass sie jetzt Aihaibara verdächtigt, dass das möglicherweise eben Shiho Miyano ist oder nicht? Wie wird sich Rumi Wakasa positionieren? Wird sie vielleicht auch im nächsten Kapitel dann final als Organisationsmitglied bestätigt, denn es ist bis jetzt natürlich immer nur noch Theorie, aber es gibt so viele Anzeichen, gerade auch im letzten Kapitel in 1070. So viel, was für Rumi Wakasa gleich Orga-Mitglied spricht. Aber Leute, jetzt kommt es wirklich darauf an, ob im nächsten Kapitel tatsächlich Rumi Wakasa dann revealed wird als Organisationsmitglied oder eben nicht. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da und es wird eben sehr wichtig, das wird ein Schlüsselmoment, wenn ein Schlüsselkapitel, das nächste 1072, wie sich Rumi Wakasa positionieren wird, wie wird sich ihr Charakter entfalten, wie wird sie mit Kaninori Wakita interagieren, mit Rum interagieren, was wird da passieren. Denn wie gesagt, die beiden sind sowieso aneinander gebunden wegen dem Shogi-Stein. Es muss da zu irgendeiner Spannung kommen oder irgendwie sowas ähnliches. Ich freue mich extrem krass darauf. Was natürlich auch noch eine Konstante ist, die man nicht vergessen darf, ist dieses Tape, dieses Voice-Tape von Akemi Miyano. Sie hat ja irgendwas eingesprochen für eben ihre Schwester, für Shiho. Und das könnte auch sehr, sehr interessant werden. Was ist, wenn die das ganze Ding abspielen und in dem Moment kommt Rum rein? Er wird mit dem Namen Akemi Miyano und Shio Miyano bestimmt irgendwas anfangen können. Das könnte auch sehr, sehr interessant werden. Deswegen, ihr merkt, es gibt hier so viel Krasses, was passieren kann. So viele heftige Momente. Und ich sag's euch wirklich, was das Kapitel ausmachen wird. Es wird eines der Schlüsselkapitel dieses ganzen Arcs werden. Ein Schlüsselkapitel aus ganz Detektiv Conan. Denn hier kommt so viel zusammen. So viel Wichtiges kommt hier zusammen, Leute. Der Hype für das nächste Kapitel, für 1072. Also das übernächste quasi, ne? Spoiler, 1071. Jetzt kommt erstmal 1071. Das Kapitel danach. Das wird geisteskrank. Also, kommen wir abschließend nochmal zu einem Fazit von mir, beziehungsweise wie ich das Ganze sehe, was meiner Meinung nach passieren wird. Ich habe das Ganze im Stream ja schon mal angesprochen, beziehungsweise schaut euch die ersten 10 Minuten des Streams an, da habe ich wirklich ausführlich das Ganze besprochen. Ich gehe davon aus, dass Wakita natürlich auftaucht. Das Ganze ist jetzt quasi ja schon bestätigt und dass Aihaibara auf jeden Fall die Aura von ihm spüren wird, dass sie ihn erkennen wird, dass er ein Mitglied der schwarzen Organisation ist. Vielleicht erkennt sie ihn ja sogar auch als Rum. Das wäre vielleicht ein bisschen zu krass. Auf jeden Fall, was hier das Wichtige ist, die Quintessenz quasi, ist, dass Conan einen großen neuen Hinweis bekommen wird, beziehungsweise einen großen Big Point landen wird, um Rum zu enthüllen, um auf die wahre Identität hinter Kaninori Wakita kommen zu können. Weiterführend glaube ich nicht, dass Rum Aihaibara erkennen wird. Ich denke, das wäre ein bisschen zu krass, ein bisschen zu viel des Guten. Es kann aber tatsächlich passieren. Die Chancen stehen nicht allzu schlecht, das ist jetzt nur meine Meinung, aber ich gehe eben nicht davon aus, dass das jetzt wirklich direkt passieren wird. Zu der Thematik Rumi Wakasa, Kaninori Wakita, was da genau passiert, wie die genau agieren. Ich glaube hier natürlich dann auch nicht, dass Rumi ihm irgendwie über Conan oder über Aihaibara berichtet. Davon gehe ich jetzt nicht direkt aus. Ich bin hier eher viel mehr drauf gespannt, wie die beiden miteinander reden, wie diese Konversation der beiden aussieht. Wird es nur eine kurze Konversation sein, wie mit Bourbon im Bus damals, als Rumi auf ihn getroffen ist, oder kriegen wir hier wirklich mal so ein kleines Gespräch der beiden? Ich gehe wahrscheinlich eher von einer kleineren Konversation aus, weil Wakita höchstwahrscheinlich natürlich auch erst am Ende des Kapitels eintreffen wird, aber wie die beiden sich anschauen werden und so weiter, das wird sehr spannend werden. Die Interaktion kann man natürlich noch nicht deuten, aber Leute, es wird geisteskrank werden. Freut euch auf das nächste Kapitel, 1071, und natürlich ganz besonders auf 1072. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, schreibt sowieso gerne eure Meinung, eure Theorien in die Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.